Clubs haben ja eh gerade dicht wegen Corona. Also ab in den Darkroom Kunstpalast am Rhein. Feiern wir die elektronische Musik und ihren Dancefloor mit 2G und 3D. Haben Sie noch Ihre Brille? Sehr gut. Kraftwerk sind die Pioniere der Szene. Kraftwerk spielt die Schlüsselrolle beim Übergang von der musikalischen Avantgarde zur populären Musik. Sie sind die weiße europäische Band mit dem größten Einfluss auf die schwarze afroamerikanische Kultur. Soul, Funk, sicherlich auch der Rap, Pop und Techno. Alle schwarzen DJs in Amerika haben in den 70er, 80er und 90er Jahren Stücke von Kraftwerk gespielt. Bis heute mixen sie Musik von ihnen. Tasten, Saiten, Gesang, das alles braucht elektronische Musik nicht, damit der Sound ins Blut geht. Eine kleine Rhythmusmaschine und schon geht er ab. Jeder Ton ein Experiment. Und das fängt genau genommen schon in den 1920er Jahren an. Mit dem Croix Sonore, berührungslos, wie von Zauberhand gespielt. Hundert Jahre elektronische Musik und ihre Tanzszene. Da hat man sich viel vorgenommen in Düsseldorf. Die Ausstellung versucht ja wirklich so den großen Bogen zu spannen von den Anfängen, sage ich mal, der Soundtüffler und der ganzen Soundfreaks in den Studios, wo man wirklich versucht hat, sage ich mal, mit neuer Musik und Experimenten neue Instrumente zu schaffen. Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel. Niemand hat wie er so exzentrisch mit Tönen, Frequenzen und dem Schall gespielt. Der Chor der Jünglinge. Ein bisschen genauer auf den Ton. Der Mann sprengte schon immer alle musikalischen Grenzen. Ein Streichquartett im Helikopter. Und in Frankreich ist es Jean-Michel Jarre, der Zeremonienmeister der hallenfüllenden Sound- und Lichtkunst. Hier pfriemelt er an seinen Instrumenten rum. Mit 73 immer noch der Zukunft zugewandt. Zuletzt als Avatar seiner selbst in einem Konzert in Notre Dame. In Virtual Reality. Als er Ende der 60er Jahre anfing, war die Szene auf seinem Synthesizer-Soundrausch noch nicht vorbereitet. Sogar die Rock'n'Roller haben unsere Instrumente ganz verächtlich betrachtet. Unsere völlig neue Art, Musik zu machen. Und die Synthesizer haben sie als Maschinen bezeichnet. Das tun sie heute noch. Damals galten wir nur als ein Haufen verrückter Jungs, die mit seltsamen Apparaten rummachen. Naja, die frühen Synthesizer sahen ja wirklich aus wie vom Raumschiff Orion übrig geblieben. Aber Jarre hat Musik am Pariser Konservatorium studiert und ist gegen Spott gut gerüstet. Also Bach hat eigentlich elektronische Musik gemacht, nur ohne Strom. Und Vivaldi wäre heute Bandmitglied von Metallica, wahrscheinlich. Bleibt uns noch der Blick auf Techno. Die Megapartys waren auch ein Motiv für Starfotograf Andreas Gursky, der selbst gern in der wogenden Menge eintaucht. In der Szene werden bestimmte Codes verhandelt, wie man sich bewegt, und das verinnerlicht man irgendwann. Und auf beglückende Art und Weise wird man dann eben getragen, mitunter über eine ganze Nacht. Ekstase, Freiheit, Rhythmusrausch. Die Sehnsucht nach durchgetanzten Nächten war wahrscheinlich nie größer als jetzt.